Freitagmorgen, Bremer Brücke. Heidi, du hast deinen Vertrag verlängert. Ja, wieso hast du dich nochmal entschieden, beim VfL zu bleiben? Was waren die Gründe? Ja, ich denke, die Frage liegt auf der Hand. Ich glaube, ich mag den VfL über alles. Ich glaube, das weiß auch jeder. Und ich glaube, der VfL braucht mich, ich brauche den VfL. Und dementsprechend war es für mich einfach, nochmal ein Jahr dran zu hängen. Und bin super glücklich, dass es jetzt geklappt hat. Wir haben über unsere Social-Media-Kanäle ganz, ganz viele Nachrichten bekommen. Wir sollen endlich mit dir verlängern. Haben die Fans sich auch kontaktiert? Gab es Druck von den Fans? Ja, dann willst du mein Postfach auch nicht öffnen. Das war auch komplett voll mit unglaublich vielen tollen Nachrichten, wo ich mich dann hier auch nochmal wirklich bedanken kann. Was da los war, auch keine, nicht nur kurze Texte, extrem lange mit echt viel Herz geschrieben, wo ich jeden Einzelnen durchgelesen habe. Ich konnte natürlich nicht alle beantworten, aber ich habe mich extrem gefreut. Und jetzt dann zu verkünden, dass ich weiter hier bleibe, macht mich natürlich auch stolz und bin froh, weiter dabei zu sein. Lass uns einmal noch mal kurz auf das Spiel gegen Ingolstadt schauen, auch wenn wir über die Folgen des Spiels alle Bescheid wissen. Aber naja, diese Verbindung zwischen Fans und Mannschaft, ich glaube, das könnte auch ein Schlüssel dann in der nächsten Saison sein, oder? Ja, definitiv. Das habe ich ja immer schon gesagt, dass sie uns brutal fehlen. Und in der Hoffnung, dass es jetzt peu à peu dann wieder losgeht, dass immer mehr Fans ins Stadion kommen. Man hat direkt gemerkt, wenn der Funke überspringt, was hier dann los ist. Und in Anführungsstrichen waren es nur 2000. Aber wenn das Stadion dann wieder voll wird, dann müssen wir die Hütte zum Brennen bekommen und unsere Brücke endlich wieder beben lassen. Wir haben jetzt Trainingsstart am 21. Warst du schon im Urlaub? Hast du noch ein paar entspannte Tage oder geht's schon wieder los? Berichte ein bisschen. Ja, wir waren direkt, wo es vorbei war, sind wir eine Woche weggeflogen, weil ich auch einfach finde, dass die Familie und die Frau und vor allem die Kinder, was sie in den letzten ja, fast 4 Wochen, die es dann waren, wo wir nicht zu oder ich nicht zu Hause war, auf viel verzichtet haben, viel alleine zu Hause gemeistert haben, insbesondere halt auch meine Frau. Und dementsprechend war es wichtig, einmal rauszukommen, einmal abzuschalten. Aber jeder, der mich kennt, weiß, dass jetzt längst die Vorbereitung für mich gestartet ist. Und dementsprechend freue ich mich jetzt auf den Trainingsstart. Aber die Tage bis dahin wird natürlich gearbeitet, damit man möglichst fit dann schon in die Vorbereitung startet. Ich glaube, es ist schwer, aktuell noch schon von Zielen der Mannschaft zu sprechen, weil ja, der Kader einfach auch noch nicht komplett ist. Sag uns trotzdem, was sind deine Ziele, deine persönlichen Ziele für die neue Saison? Meine Ziele oder meine persönlichen Ziele sind auf jeden Fall, dass wir wieder eine richtig geile Mannschaft zusammenbekommen, dass wir wissen, wofür der VfL steht. Ich denke, da bin ich gut, auch vorweg zu gehen, die Jungs oder auch die jüngeren Spieler an die Hand zu nehmen. Und wer uns kennt und jeder weiß, jedes Spiel willst du gewinnen. Und das wollen wir nächste Saison auch. Und was dann im Endeffekt dabei rumkommt, das schauen wir dann. Aber ich bin jetzt schon heiß und ich werde jeden anderen auch heiß machen. Vielen Dank, Heidi. Gerne.